Salut tout le monde, bienvenue bei Maison Taris Weinhandel. Ich bin sehr glücklich, weil wir haben heute die Lieferung von einem Wein, der ist extrem speziell, der ist sehr, sehr, sehr besonders. Das ist die Wein aus dem Lothringen von meinem super Freund David Lelièvre. Gerade wenn ich spreche, kommt ein LKW. Wo ist dem Lothringen? Das ist direkt neben dem Elsass. Ein ganz, 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 ganz kleines Gebiet. Und ich bin sehr glücklich, weil drei Typen von Wein, Weißwein, Rosewein, Rotweine sicher. Und etwas ein bisschen konfidentiell, aber zwei Winzer, wir sind absolut sensationell. Wir hatten im Beispiel David getroffen vor einem Monat in Paris. Der Mensch ist so sympathisch. Persönlich, wir sind in Hamburg, es ist kalt, deswegen bin ich mit dem Jacke und ich werde mein Fitnessstudio machen, weil ich muss die ganze Palette aufräumen ins Geschäft. Fällt mir immer mehr Platz, weil viel Weine sind gekommen in letzter Zeit. Und das wird mein kleines Fitnessstudio, muss ich ehrlich sagen. Wer ist lustig? Le Lièvre auf Französisch heißt der Hase und Sie werden sehen, das ist ein kleiner Hase, aber sehr, sehr, sehr sympathisch. Viel Spaß mit David und wir sehen uns später. Ich arbeite selbst ein bisschen. Tschüss, tschüss. Exactement. Wir sind heute mit dem Winzer. Du kennst mich, den Jean-Bombeur, das ist so geil. Das ist so cliché. Mit Ja. seinem Jean-Bombeur. Die mehr Verkaufssandwich in Frankreich. C'est ça. Mit Monsieur David Lelièvre. C'est un Winzer für die Lothringen. Ja, genau. Weine, ja. Ganz kleines. Ein ganz kleines Weinbaugebiet in Lothringen. An der Mosel. Südlich von Luxemburg. Es sind ungefähr 200 Hektar Weinberge gepflanzt in Lothringen auf drei Weinbaugebiete. Côte de Toul, woher ich komme, Meuse an der Maas und ein bisschen nördlicher als Nancy an der Moselle, auch Haussee-Moselle. Das ist, was übrig bleibt von einer großen Geschichte, die im Jahre 1870 mit den ersten Problemen mit Deutschland sich aufgehört hat. Und das ist von 50.000 Hektar Weinberge ist sich auf 200 runtergefallen. Du kommst, du siehst nie ein Rebe. Nein, man muss sie jetzt Genau. suchen. Wir haben immer Scherz gemacht, dass die Leute kaufen die Rebe in Bordeaux. Aber die Leute, die Rebe finden, sind Entdecker und haben Nase. Genau. Sie haben Trüffel. Voilà. Wir machen drei Weine: Rot aus Pinot Noir, Weiß aus Auxerrois, Pinot Auxerrois. Und Gris, das ist ein Weißwein mit roten Trauben. Zwischen Weißwein und Rosé. Der Gris Ja. sieht wie Rosé aus, Ja. riecht wie Rosé Ja. aus und schmeckt wie Weißwein. Das ist das erste Mal ein bisschen erstaunlich, weil sein Gehirn hat Rosé-Einfluss, aber im Mund. Ja. Hat man andere Geschmäcker, das ist sehr, sehr, sehr unkonventionell, wirklich. Voilà. Ja. Ein anderer Weintyp und das ist sehr angenehm, wenn es sehr warm ist. Ganz, ganz ehrlich, ich habe gemacht im Geschäft für das Präsentieren, weil das ist Sachen, du weißt, du wirst nie, das ist nicht, was die Leute suchen, wenn sie kommen ins Geschäft. Aber es ist etwas, wo ich bin sehr, sehr stolz zu präsentieren, weil das ist etwas Neues, was sie kennen nicht. Und das ist absolut super. Ja. Ich bin stolz, mit Axel zu arbeiten, ja. Seit schon den Anfang. Ja, seit 7 Jahren, ja, voilà. Genau. Ja, Und genau. er hat uns gefolgt, ja. als wir sehr klein waren. Und jetzt werden wir ein bisschen Jetzt, größer. seit Sie sind Multimillionär, das hilft oh! aber. Schon mehr. Aber, und Sie produzieren auch selbst Mirabelle. Und Aha. weil die Region von Lorraine, sehr berühmt für seine Mirabelle. Und sie Voilà. machen die Obstbrand von Mirabelle.
Die hat ein paar Freunde glücklich gemacht nach Essen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Letzte Ding, so wie gesagt, sein Name, William, ist der Hase. Und auf jede Flasche gibt ein kleines ein Hase auf der Etikett. Aha. Und deswegen dieses Jahr gibt es neue Etiketten. Ja, mit die, ja. Weiß nicht, die Rohren sind, ja, ja, sind frei. Drei Rohren habe ich gesehen. Ja, also, ja. Ich bin sehr stolz. Vielen Dank. Gern, Axel. Bon Appetit. Und Sie können immer finden die Wein von David Le Lièvre, dem Pinot Noir, dem Auxerrois und sein Grittool bei uns beim Maison Taris Weinhandel, Fromme Straße 75 in Hamburg oder im Internet bei www.franzose-weinhandel.com. Und ich sage euch bis bald und in Hamburg sagt man tschüss. Au revoir, salut les amis.